Unsere nächsten Speaker hier in Saal 1 sind Constanze Kurz und Frank Rieger vom CCC und es geht um die Antiterror-Datei. Ja, hallo, wir freuen uns, dass ihr alle da seid und dass ihr so viele seid. Es ist doch ein etwas anderes Gefühl, in diesem Riesensaal zu sitzen. Ich kann dahinter auch schon nicht mehr die Gesichter erkennen oder da oben. Wir wollen berichten über die Anhörung, an der wir auch teilgenommen haben, zum Antiterror-Dateigesetz. Denn da liegt ja eine Verfassungsbeschwerde an und wir werden, denke ich, Anfang nächsten Jahres irgendwann das Urteil bekommen und wir wollen darüber berichten, welche Argumentation da vorgetragen wurde, welche Knackpunkte an dieser Datei liegen, natürlich auch ein bisschen, wie die technisch aufgebaut ist, wie wir argumentiert haben. Dankeschön. Wie wir argumentiert haben dort und wie die anderen argumentiert haben, hat ja eine gewisse Tradition. Wir haben das, glaube ich, letztes Mal gemacht bei der Vorratsdatenspeicherung und ein paar Monate nach dem Kongress haben wir ja auch eigentlich ein Urteil bekommen, das war vielleicht nicht das optimale Urteil, aber immerhin war sie verfassungswidrig und die Daten wurden gelöscht und wir wollen natürlich ein bisschen orakeln, wo wir vermuten, die Urteilsfindung hingehen wird. Denn die Fragen, die die Richter während der Anhörung gestellt haben, die so 6 Stunden ging. Ungefähr, ja. Ich wollte nur gucken, ob du da bist. Nee, meistens. Die haben natürlich darauf hingewiesen, welche Rechtsprobleme, technischen Probleme die Richter sehen. Wir wollen auch ein bisschen davon erzählen, was an dieser Anhörung anders war als sonst, denn uns ist da was aufgefallen. Wir waren ja mittlerweile schon relativ häufig in Karlsruhe. Der Anfang war mal waren die Wahlcomputer, dann die Online-Durchsuchung, also der Staatstrojaner. Und dann natürlich die Vorratsdatenspeicherung, aber hier lief es ein bisschen anders. Wollen wir nachher noch mal ein bisschen erzählen. Genau, vielleicht sagen wir erst mal ein bisschen kurz was zu dem Antiterror-Dateigesetz an sich. Genau. Also diese Antiterror-Datei ist interessanterweise nicht sehr kurz, aber dann doch nach dem 11. September 2001, also unter dem Eindruck dessen, beschlossen worden, also im Oktober 2004. Worum es ging, war, dass die Geheimdienste und die Polizeibehörden besser zusammenarbeiten sollten. Also wir erinnern uns dunkel, nach dem 11. September war ja so, dass der allgemeine Gesang, dass man diesen Anschlag nicht hat verhindern können, weil die Geheimdienste Sachen wussten, die die Polizei nicht wussten und die Geheimdienste untereinander nicht wussten, was die anderen Geheimdienste wussten und die jetzt mal alle besser zusammenarbeiten sollen und dann wird man die bösen Terroristen schon fangen. Und in Deutschland ist natürlich der, sagen wir mal, von der Historie her betrachtet, Zusammenarbeit von Polizei und Geheimdiensten ein eher heißes Eisen, weil wir haben das sogenannte Trennungsgebot. Das Trennungsgebot sagt, wir wollen in Deutschland eigentlich nicht nochmal sowas wie eine Gestapo haben, also eine geheime Staatspolizei, oder sowas wie eine Stasi haben, also eine Vermischung von geheimdienstlichen und polizeilichen Befugnissen. Naja, entsprechend ist die Anzahl der Behörden, die in diese, ja, in diese Datei Daten einpflegt, relativ groß. Wir reden da also zwischen 30 und 40 Behörden und eher mehr als weniger. Also damit auch deutlich mehr, als eigentlich tatsächlich mit irgendwelcher Terrorismusabwehr beschäftigt sind an der Anzahl von Behörden. Aber wir kommen zu den Zahlen und Fakten nachher nochmal. Also ich nochmal kurz die Motivation zu Ende führen. Was die halt wollen, also die Intention dieser Datei ist zu sagen, wenn die Polizeien was wissen, sollen die Geheimdienste sowieso wissen können und wenn die Geheimdienste was wissen, dann sollen sie irgendeine Möglichkeit haben, das den Polizeibehörden zur Verfügung zu stellen. Und wir haben ja in Deutschland nur eine ganze Reihe von Geheimdiensten, also viele genauer gesagt. 19, ja. Also von denen wir wissen. Von denen wir wissen, also die Verfassungsschutzbehörden der Länder, Bundesverfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst und MAD sind so die wesentlichen Geheimdienste. Und dementsprechend auch viele Polizeibehörden, nämlich halt irgendwie die ganzen Landespolizeien, die Bundespolizei, das BKA, das Zollkriminalamt, was eigentlich auch noch unter Geheimdienst gezählt werden müsste. Und diese Menge von Behörden soll mit dieser Datei, dieser Antiterror-Datei,
vereint werden, also ein schlagkräftiges Instrument gegen den internationalen Terrorismus geschaffen wird. Das liegt quasi im Zeitgeist, denn wir wissen ja, wir haben auch das gemeinsame Terrorabwehrzentrum. Und auch, wir werden ja heute Nachmittag noch den Vortrag haben zu den NSU-Untersuchungsausschüssen. Man sieht ja, wie qualifiziert die arbeiten. Aber nach dem Bekanntwerden dieses NSU-Skandals ist eigentlich der Trend, wie wir jetzt so beobachten, auch so in den Statements der üblichen Verdächtigen, dass man noch mehr zusammenlegen will und so weiter. Also klar. Okay, also die Struktur dieser Datei von der Anlage her ist zu sagen, es soll gibt beim Bundeskriminalamt einen dicken Server. Und auf dem Server sollen alle Behörden Dateien ablegen. Und dabei handelt es sich um eine sogenannte Verbunddatei. Das heißt also, alle Behörden tun da Sachen rein und alle Behörden können auf diese Datenbank zugreifen. Und wenn man den Sicherheitspolitikern so zuhört, dann soll diese Datei so ausgeführt sein, dass sie im Wesentlichen Informationen zu Personen und zu Sachverhalten enthält. Und man kann dann darin suchen und wenn man irgendwas findet, dann gibt es einen Verweis zu der Behörde, bei der die Akte liegt. Das heißt also in der Regel Aktenzeichen. Die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern sucht nach irgendwie einem verdächtigen Namen und findet halt irgendwie, dass der Verfassungsschutz Thüringen dazu die Akte hält und dann sollen sie da halt mal anrufen. So ist die Darstellung der Politiker. Wenn man sich dann mit den Details dieser Datei beschäftigt, dann stellt man fest, dass es dann doch ein wenig darüber hinausgeht. Also ein wesentliches Merkmal ist zum Beispiel diese verdeckte Speicherung. Also die Geheimdienste können Namen oder auch Sachverhalte oder Orte oder sowas darin einspeichern in dieser Datei. Und wenn dann die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern nach dieser Person sucht, dann bekommt sie keinen Treffer angezeigt. Aber der Verfassungsschutz in Thüringen bekommt angezeigt, dass die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern danach gesucht hat. Ein Feature, kein Bug. Ist tatsächlich absichtlich so designt. Ja, und das heißt also, wenn irgendwie die betreffende Person dann halt von Interesse ist, dann weiß der Verfassungsschutz auch, da interessiert sich jemand für diese Person. Wenn man sich jetzt fragt, wie viele Menschen sind denn da gespeichert? Und das sind natürlich nicht nur diejenigen, die unter irgendeiner Art von Terrorverdacht stehen. Wir kommen gleich dazu, wer das sein könnte, sondern es sind auch die sogenannten Kontaktpersonen. Das ist also das unmittelbare Umfeld, mit dem man regelmäßig umgeht. Freunde, Familie, Bekannte, Nachbarn und so weiter. Also Kontaktpersonen halt. Da ist natürlich wie bei dem Begriff des Terrorismus, auf den wir ja noch kommen, auch keine konkrete Definition enthalten, wie auch die Spezifizierung, welche Behörden dort Daten einspeisen, nicht so wirklich spezifiziert ist. Die Maßgabe ist nur, dass das Gesetz sagt, dass alle vorhandenen Informationen, die in den einzelnen Behörden vorliegen, dort Eingang finden müssen. Es ist also keine Kann-Regelung, sondern eine Muss-Regelung. Man muss sich also vorstellen, dass nach Inkrafttreten 2006 die Behörden also eigentlich ihre Datenbestände zu flöhen hatten hinsichtlich der Terrorverdächtigen. Und so kommen wir auf die Zahlen, die uns einigermaßen überrascht haben. Man bekommt ja vor dieser Anhörung also da wirklich diesmal 15 Zentimeter Papier. Dass dort 18.000 Einträge sind, hat uns überrascht in der Anhörung selbst. War dann mal auch von 16.000 oder von 17.000 die Rede, also die Zahlen schwanken da so ein bisschen und klar wurde auch, und dazu kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen im Detail, dass es in der Regel Ausländer sind. Wobei sie das Wort Ausländer nicht so genau spezifiziert haben, ob sie damit meinen, auch Deutsche mit Migrationshintergrund, die Sprache ist da nicht immer sehr präzise, wissen wir nicht so genau, aber damit ist klar, dass es vor allen Dingen auch um den Austausch von Daten zwischen den verschiedenen Ländern, vor allen Dingen aber auch der Geheimdienste gehen muss, sonst kämen wahrscheinlich diese hohe prozentuale Anzahl da nicht zusammen. Ja, also die Definition ist halt, wenn es irgendeinen Bezug zu Deutschland hat. Na, also dass wenn diese Person, die da gespeichert ist, irgendwelche terroristischen Bestrebungen in Bezug auf Deutsche hat, dann wird sie da gespeichert. Darunter fallen dann je nach Betrachtung zum Beispiel auch irgendwelche Leute in Afghanistan, die halt da möglicherweise was gegen die Bundeswehr haben könnten, von denen man halt irgendwie die entsprechenden Daten hat und geheimdienstliche Erkenntnisse hat. Und das Ziel dieser Datei, wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, wie sie aufgebaut ist, ist offensichtlich einfach ein vollständiges Verzeichnis von allen Leuten zu haben, die irgendwas gegen Deutschland haben können. So, also ist so der
die offensichtlich der unausgesprochene, unausgesprochene Speicherungsziel dabei. Interessant an dieser Datei ist, dass die, das war so die erste dieser großen Verbunddateien neueren Datums. Es gibt viel mehr solche Dateien. Also es gibt eine riesige Liste von 30 Zentraldateien, 40 Verbunddateien, also das ist ein ganzer Zoo. Von Dateien, die zwischen den Polizeibehörden, zwischen den Geheimdienstbehörden, teilweise auch zwischen Polizei und Geheimdienstbehörden geteilt werden, jeweils unter unterschiedlichen Regeln und unterschiedlichen Speicherungsgründen. Also die bekannteren sind halt sowas wie INPOL neu, also das polizeiliche Verbundsystem, auf das teilweise auch die Geheimdienste Zugriff haben. Dann gibt es halt die geheimdienstinternen Verbunddateien, wo zum Beispiel Verfassungsschutzämter Sachen austauschen. Dann gibt es die BND-Dateien, die dann wiederum teilweise auch mit dem MAD oder mit Gewalttätersport. Genau, so. Also es gibt da so einen wirklich großen Zoo von diesen Datenbanken. Wie viele es waren, wurde uns eigentlich auch erst tatsächlich mit dieser Anhörung klar, weil da war dann tatsächlich mal eine Liste dabei von allen Dateien, aus denen heraus Daten in die Antiterror-Datei einfließen sollen. Und also da gab es so ein bisschen Konfusion aufgrund einer etwas unscharfen Heisemeldung, dass alle Daten aus diesen Dateien in die Antiterror-Datei reinfließen sollen. Dem ist nicht so, sondern es fließen halt ausgewählte Dateien aus diesen Dateien in die Antiterror-Datei. Also wenn jemand von euch den deutschen Wikipedia-Artikel dazu liest, ist das definitiv falsch, wie das da dargestellt ist. Wir hatten aber aufgrund der Probleme, der Relevanzprobleme in der deutschen Wikipedia da nicht die Muße, uns da diesen Kriegen auszusetzen. So wie da steht, ist das eigentlich nicht richtig. Dennoch ist es natürlich ganz interessant, dass in diesem Wikipedia-Artikel mal die Verbund- und Zentraldateien aufgelistet sind. Das geht aus einer Anfrage an die Bundesregierung hervor, die dann mal eine Liste erstellt haben. Aber tatsächlich ist es nicht so, dass da die alle gemerged wurden oder so, sondern man sollte schon eben nach den speziell Terrorverdächtigen suchen und die dort eintragen. Dennoch ist es eine neue Qualität, kann man schon sagen. Mhm. Und interessant daran ist halt, dass diese von der Politik wird diese Antiterror-Datei als eine Art Copy-and-Paste-Vorlage betrachtet, eine Blaupause für zukünftige solche Verbunddateien zwischen Polizei und Geheimdiensten. Worum es da so im Kern geht, ist, es fällt immer so unter dieses schöne Stichwort Umbau der Sicherheitsarchitektur in Deutschland oder Neugestaltung der Sicherheitsarchitektur in Deutschland. Im Kern geht es um eine Aushöhlung des Trennungsgebots. Das Trennungsgebot ist ja ein bisschen unscharf, also es ist halt sozusagen so eine Art Common Sense in der deutschen Sicherheitspolitik, dass man sagt, okay, also Geheimdienste sind Geheimdienste, weil die haben geheimdienstliche Mittel und Methoden. Das heißt, die dürfen irgendwie Vorleute einsetzen, die dürfen irgendwie Leuten verdeckt hinterher spionieren, die dürfen verdeckt abhören, ohne dass sie jemand Bescheid sagen müssen und so weiter. Also sie haben halt eine Menge Mittel und Wege. Ja, vor allen Dingen haben sie ein anderes Ziel. Das Ziel von Geheimdienst ist ja erstmal die Sammlung von Informationen. Ja. Also wohingegen die Polizeien ja im Wesentlichen konkrete Verdachtsfälle hin, natürlich auch nicht immer, aber ermittelnd tätig werden. Das ist also natürlich konzeptuell ein anderer Ansatz. Genau. Und diese Antiterror-Datei wird sozusagen als so eine Art Brechstange gesehen, mit der man diese Trennung aufheben kann, indem man diese Struktur, die da angelegt wurde, also Zentralserver beim BKA, alle Behörden sind angeschlossen, alle Behörden speichern ein, alle Behörden können suchen und es gibt die Möglichkeit, verdeckt einzustellen, auch auf andere Bereiche ausweitet. Und das erste Beispiel, was dafür hochkam, war die sogenannte RET, die Rechtsextremismus-Datei. Die ist technisch quasi identisch mit der Antiterror-Datei. Das Gesetz ist quasi identisch, also es ist halt auch quasi Copy-Paste, nur dass da Terroristen durch irgendwie Rechtsextreme ausgetauscht wurde. Und das Ziel dabei ist halt zu sagen, okay, wenn man jetzt mit der Antiterror-Datei einmal durch ist, also halt irgendwie in Karlsruhe halt halbwegs einen sicheren Rechtsstand erreicht hat, dass man den dann halt eben doch auf alle möglichen anderen Sachgebiete appliziert. Deswegen ist die Bedeutung dieses Urteils zur Antiterror-Datei so groß, weil das, was da geregelt wird in diesem Urteil, wird für alle zukünftigen Verbunddateien der Goldstandard werden. Ich meine, dann haben wir natürlich auch in anderen Punkten gehofft, wenn ich mal daran erinnern darf, dass im Urteil zur Online-Durchsuchung, also zum Trojaner, explizit steht, dass die digitale Intimsphäre, also dieses neue Grundrecht, was da geschaffen wurde, eigentlich auch für beschlagnahmte Festplatten gelten sollte, steht da so drin. So muss man natürlich sehen, dass die Durchsetzung des Diktums da aus Karlsruhe nochmal eine andere Sache ist. Da müssen wir uns dann für einsetzen. Dennoch wurde, denke ich, beispielgebenden Charakter hat. Das hat man auch schon ganz deutlich an der Anhörung gesehen, denn wir waren ja total überrascht darüber, dass diesmal, anders als bei allen anderen Anhörungen, diese Regierungs, also die sozusagen die,
die Bank, wo die Angeklagten sitzen. Ist das so? Kann man das so sagen? Naja, die Beschwerden sitzen. Die war voll. Und unser Innenminister Friedrich saß da tatsächlich geschlagene 6 Stunden und hat sich eingangs und zum Ende der Anhörung geäußert. Das fanden wir sehr überraschend, weil die Richter sich ja eigentlich in den letzten Jahren immer sehr beklagt haben, dass da einfach keiner kommt und sich mal anhört, wie die Kritik im Einzelnen aussieht und wie die einzelnen Gesetze da besprochen werden und welche Kritikpunkte da gebracht werden. Also die haben tatsächlich richtig aufgefahren. Also es war halt, Friedrich war da, also der Innenminister, der zuständige Staatssekretär im Ministerium, also der Beamtete, also der eigentlich das Innenministerium führt, der Fritsche, war da. Dann waren alle deutschen Geheimdienstchefs da, also von den Bundesbehörden. Also der Präsident des MAD, der Präsident des Bundesnachrichtendienstes, der natürlich auch gesprochen hat. Dann war noch da Verfassungsschutz, der gerade jüngst verlängerte BKA-Präsident Zierke, an dem wir uns ja über die Jahre an seine Eingangsmuster auch gewöhnt haben. Und die, also klar war schon allein aus dieser Besetzung heraus, dass denen offensichtlich diese Antiterrordatei sehr wichtig ist, also dass sie halt für die eine extrem hohe Priorität hat, dass sie da eine halbwegs gute Figur machen. Das wurde durch ihren Prozessvertreter, also es funktioniert immer so bei solchen Sachen, dass die Bundesregierung hat dann halt einen Anwalt, das ist meistens ein Rechtsprofessor, deren Qualität ist stark schwankend. Also es gibt halt welche, die sind sehr gut und gibt halt welche, die sind eher nicht so gut. Na, was heißt denn gut? Also was man damit meint, also rhetorisch ist, gut. Eine interessante intellektuelle Auseinandersetzung? Gibt es da eine gute Diskussion? Ja. Gibt es einen Erkenntnisgewinn oder eben nicht? Ja. Und hier war eher nicht. Eher so auf der Nicht-So-Seite. Aber nochmal kurz zurück zu der Rechtsextremismus-Datei. Da kann man halt sehen, wie auch die Antiterror-Datei aussehen wird. Das heißt, so die Struktur ist Zentralserver im BKA, SINA-Boxen in den Behörden, das heißt also eine behördlich abgesiegelte geheimschutzbetreute VPN-Gateways, die dann halt zum BKA verbinden und das BKA passt auf die Daten auf und macht Backups davon. Und die Behörden greifen darauf zu. Und die Maske, mit der sie darauf zugreifen sollen, was uns immer gezeigt wird, so, also zum Beispiel für die Rechtsextremismus-Datei, sieht halt so aus. Also das hat ein Beispiel aus der Extremismus, also RED, Rechtsextremismus-Datei. Wir können einfach nach Auskunft der Bundesregierung davon ausgehen, dass die technisch gleiche Konzeption haben. Die Antiterror-Datei ziemlich genauso aussieht. So. Und was sie dann natürlich zeigen, sind halt mehr oder minder dieselben Sachen. Also lustig ist halt eben auch hier zum Beispiel die, auch in dieser Maske, die Rechtsgrundlage der Speicherung, ne, also die sieht man da, ist halt an der Stelle halt Unterstützer einer terroristischen Vereinigung. Genau dasselbe dürfte dann halt eben auch in der Antiterror-Datei stehen. Ja, so. Zu den einzelnen Merkmalen, also hier sieht man jetzt zum Beispiel besondere körperliche Merkmale, dass also dieser Beispieldatensatz am Hand oder Arm eine Situierung hat oder an beidem. Die einzelnen Merkmale, die da verzeichnet sind, waren natürlich teilweise auch umstritten, insbesondere die Religionszugehörigkeit. Allerdings ist in den 6 Stunden Anhörung dieses Problem kaum besprochen worden, zu meiner Überraschung. Also ich hätte gedacht, dass es in Deutschland durchaus ein Thema sein würde, dass man ein Glaubensbekenntnis wieder erfasst. Aber war auch unter der Fülle an Rechtsproblemen und technischen Problemen, die da erörtert wurden, eigentlich kaum Thema und hat mich wirklich tatsächlich überrascht. Aus meiner Sicht kritisch ist aber insbesondere ein Freitextfeld in dieser Datei, wo man einfach mal alle drin kippen kann, wozu man Lust hat. Wir kommen gleich nochmal dazu, wie man die Sache da eigentlich, wie man die kontrollieren soll. Wir haben noch ein anderes Beispiel, wie man sich das praktisch vorstellen kann, wenn man jetzt also so einen Datensatz aufruft. Wichtig ist natürlich vor allen Dingen für die Weiterermittlung das Aktenzeichen. Und was man sich natürlich vorstellen muss, ist, dass man mit den Daten, die man aus der Datei erlangt, natürlich damit andere Datenbanken füttert, um mehr Informationen zu erlangen. Ja, und eines der Dinge, um die es uns in dieser Anhörung auch ging, war nochmal klarzumachen und nachzufragen, was passiert denn eigentlich mit diesen Daten? Wir wissen ja aus Medienberichten, dass es einen umfangreichen Austausch gibt zwischen den Geheimdiensten, was Daten angeht, also wie halt international Daten ausgetauscht werden.
und die Übermittlungen dieser Daten aus dieser Antiterrordatei an ausländische Behörden, da wollten nie so richtig genau drüber reden. Also da gab es, die Aussagen waren allesamt extrem schwammig, also sie haben nichts gesagt, wie viel Daten sie da übermitteln. So. Also es war insbesondere auch erstaunlich, zum Beispiel der BND-Chef, der bemerkenswerterweise noch die konsistenteste Aussage gemacht hat. Genau, also der machte tatsächlich in dieser Anhörung so ein bisschen so die beste Figur von der staatlichen Seite. Der kommt so ein bisschen so rüber, so wie so M bei James Bond, so, ne? Also halt so völlig freundlich, verbindlich, jovial, und man weiß aber genau, so in der Tasche ist der Dolch, den er in den Rücken rammen wird, wenn es irgendwie sein muss für den Staat und Vaterland. Und der hat halt irgendwie genau erzählt, wie viele Daten sie speichern und unter welchen Umständen und wie oft sie reviewen und wie viele Bearbeiter da dran sind. Also eine riesige Menge an Zahlen. Aber die Frage halt, wie viel von diesen Datensätzen an internationale andere Geheimdienste ermittelt werden, dazu wollte er nichts sagen, konnte er nichts sagen, weil es wird angeblich nicht statistisch ermittelt. Was wir daraus sehen können, ist halt, dass dieser internationale Austausch ist, worum es da eigentlich geht. Nämlich halt zu versuchen, in diesem internationalen Geheimdienstspiel mitzuspielen und da halt eine Währung zu haben, mit der man halt tauschen kann, nämlich halt im Zweifel Antworten geben zu können, wenn internationale Anfragen kommen. Über die Legitimität dieser Anfragen, also ob zum Beispiel da der pakistanische Geheimdienst nur gerade jemand anfragt, der eben missliebig ist oder es tatsächlich irgendwie ein böser Terrorist ist, da kann natürlich der deutsche Geheimdienst nicht viel drüber wissen, so, und antwortet halt im Zweifel erstmal. Insgesamt war das im Gegensatz zu allen Anhörungen, die wir sonst so hatten, die sich vor allen Dingen immer dadurch auszeichneten, dass man teilweise sehr präzise technische Details, dass alle Fakten auf den Tisch kamen, war das hier ein bisschen anders. Also aufgrund der Tatsache, dass natürlich die Geheimdienste dort befragt wurden und dass auch schon einige der Schriftsätze, die wir bekommen haben, als VS gestempelt waren, blieb da eine Menge im Wagen. Ich könnte mich eigentlich nicht erinnern, dass bei den anderen Anhörungen so eine Form von Graubereich sonst übrig war. Das war schon ein großer Unterschied aus meiner Sicht, dass einfach leider bestimmte Informationen nicht gegeben werden sollten, hat man auch gemerkt. Also genau gesagt, war es eigentlich immer so, wenn es anfing interessant zu werden, dann kam halt irgendwie so ein Geheimhaltungsding. Also es war halt auch vollkommen klar, dass zum Beispiel die Geheimdienstchefs, dass denen halt nur eine begrenzte Aussagegenehmigung gegeben worden war. Also dass vollkommen klar war, was die halt sagen dürfen. Zwischendurch gab es immer so ein oder zwei interessante Szenen, nämlich wenn die Richter dann angefangen haben, dann doch mal ein bisschen härter nachzuhaken und halt Sachen im Detail wissen wollten und die jeweiligen Polizei- oder Geheimdienstchefs darauf nicht Antwort geben konnten und sie dann nach hinten ins Publikum fragten, so ob denn mal ein Praktiker da sei, also jemand ein Techniker, der da aus der Praxis kam. Und wie wir wissen, so Ingenieure lügen nicht. Und die haben dann halt manchmal ein bisschen zu viel erzählt. Das war da so die interessanten Details, wenn halt, also da ging es halt zum Beispiel darum, wie gelöscht wird oder ob gelöscht werden kann und ähnliche Dinge oder wie die Backups gehandhabt werden. Da gab es dann mal so einen klitzekleinen Einblick, so, die halt dann schon zeigte, dass die Abweichung gegenüber den politisch abgesegneten Statements doch relativ groß war. Das Problem dieses internationalen Transfers weist natürlich auf ein ganz generelles Problem hin, nämlich die tatsächliche Unmöglichkeit noch zu kontrollieren von der Behörde, die die Daten einstellt, was damit dann eigentlich nachher passiert. Natürlich gibt es für alle diese Behörden Löschpflichten etwa. Also wenn Gründe wegfallen oder nach einer bestimmten Zeit und so weiter. Aber in dem Antiterror-Dateigesetz ist es so geregelt, dass man einfach auf die Vorgaben in den einzelnen Behördengesetzen verweist. Das heißt, in der Antiterror-Datei, also in dem Gesetz an sich, ist dazu keine Regelung getroffen. Was natürlich zu einem heillosen Wirrwarr und einer sehr starken Unübersichtlichkeit führt, aus meiner Sicht aber auch zu einer faktischen Unmöglichkeit, dass man dort sinnvoll und nach vorgegebenen Kriterien auch wieder Daten entfernt. Denn man sollte sich, glaube ich, schon mal klar machen, dass der Eintrag von einer terrorverdächtigen Person oder deren Kontaktdaten natürlich eine Stigmatisierung enormer Art ist und nicht nur im Bereich der Angst vor Repression oder bestimmte Überwachung, sondern auch durchaus im Bereich des Alltags. Und eine sind die No-Fly-Listen, über die wir jetzt viel gelesen haben und die auch hier bestehende faktische Unmöglichkeit, überhaupt mal herauszufinden, welcher Staat verhindert eigentlich, dass ich reisen kann. Es gibt gerade einen interessanten Fall in der Schweiz,
wo ein Iraner versucht, mal rauszukriegen, wer hat eigentlich diesen Eintrag in der No-Fly-Liste generiert? Warum darf ich nicht mehr reisen? Also das ist schon die Unmöglichkeit, rauszufinden. In Deutschland machen sie es mit der Antiterror-Datei so, dass sie, ohne Scheiß, sie schicken eine Liste aller dieser Behörden, also mehrseitige Liste, an die man sich, wenn man denkt, dass man betroffen ist oder Kontaktpersonen wenden soll. Also das heißt, man muss quasi ins Blaue hinein die alle anfragen, ob man eventuell von ihnen eingetragen wurde. Das heißt, es gibt eigentlich keine wirkliche Möglichkeit mehr rauszufinden und schon gar nicht, wenn die irgendwohin propagiert sind, die Daten. Das ist letztlich ein Moloch, der sich da öffnet. Und im internationalen Bereich schon gar nicht, denn wir haben ja auch die Antworten gesehen, die stammen aus auch ebenfalls einer kleinen Anfrage der Bundesregierung. Also es gibt nicht mal eine Erhebung, wie viele Daten da in dem lustigen Geheimdienstkarussell und der ganzen Staatsschutz-Community hin und her geschoben werden. Also interessant war dann auch die Argumentation, mit der begründet wurde, warum es keine expliziten Regelungen für internationalen Datenaustausch gibt. Also warum die nicht beschränkt sind in irgendeiner Art und Weise. Und die war halt schlicht und ergreifend, wir müssen halt schnell antworten, weil sonst verlieren wir halt unsere Reputation in diesem internationalen Geheimdienstspiel, so wenn halt irgendwie da jemand anfragt. Und dann wird immer grundsätzlich der maximale, brutalste, drohende Anschlagsfall ausgepackt. So, also irgendwie. Kennen wir natürlich aus anderen Sachen auch, bei der Vorratsdatenspeicherung und bei der Online-Suchung genauso. Man hat dann immer so eine schreckliche Einzelfälle ausgegraben. Ja. Also de facto wird halt immer quasi genauso argumentiert wie halt irgendwie bei der Folterdiskussion. Also was wäre, wenn jetzt irgendwie ein schrecklicher Anschlag mit irgendwie Hunderten von Toten droht und wir dürfen diese Antwort nicht geben und das geht ja überhaupt nicht. Und also es gibt da halt quasi kein ernsthaftes Bewusstsein, dass gerade dieser internationale Austausch möglicherweise Leuten halt zu physischem Schaden gereichen kann. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie die Renditions der Amis und auch anderer Länder, die sind auch noch nicht zu Ende, dass die nicht noch weitergehen. Ne? Also das passiert ja immer noch. Und die Frage eben, was passiert denn nun eigentlich, wenn auf der Basis von Daten von deutschen Geheimdiensten halt Leute irgendwo in solchen Staaten gefoltert werden? Da wollte halt niemand so richtig drüber reden. Also genauso wenig wie halt über die Frage, fließen denn eigentlich in diese Antiterrordatei Erkenntnisse ein, die aus Folterstaaten kommen? Ja, das zählt ja auch zum internationalen Transfer. Ja. Vielleicht noch, es gibt eine andere Entwicklung in Deutschland, die parallel verläuft, die mir auch so nicht bewusst war, bevor wir uns angefangen haben, auch mit dem Thema ein bisschen intensiver zu befassen. Es gibt eine gewisse Weitergabe dieser Informationen auch in dem privaten Bereich. Warum? Die Großveranstaltungen in Deutschland, besonders die, was heißt EM? Ich bin nicht so der Fußball, also EM. Diese EM, Fußballdinger da, ja. Ja. Ey. Ich habe da auch keine Ahnung von. Ja, ja. Da läuft es dann auch so, dass zum Beispiel die Unternehmen, die da ihre Würstchenverkäufer bei den Hochsicherheitsveranstaltungen anstellen, die stellen dann diese Sicherheitsüberprüfungsfragen an die Behörden. Das heißt, nicht nur im Bankbereich, wo es schon länger gibt, denn Terrorverdächtige sollen ja auch keine Konten haben, sondern auch in diesem Bereich von Großveranstaltungen nimmt das mehr und mehr zu, dass diese Sicherheitsüberprüfungen gemacht werden. Also das heißt, dass die privaten Unternehmen an die Behörden diese Fragen stellen. In anderen Bereichen ist es längst üblich, Flughäfen zum Beispiel. Also das heißt, es gibt doch durchaus alltägliche Bereiche, wo es hineinspielt. Denn wir wollen natürlich auch weg von der Wahrnehmung, dass es immer die anderen sind. Weswegen wir jetzt eigentlich mal zu der Definition kommen, was versteht denn dieses Gesetz unter Terror? Es gibt ja ein Bestimmtheitsgebot in Deutschland, da können die Juristen ganze Habilitationen zu schreiben, dass man nämlich erstmal den präzisen Fokus des Gesetzes definieren muss und sagen muss, worüber reden wir hier eigentlich. Und das ist, Überraschung, natürlich nicht passiert. Das heißt, es gibt in diesem Antiterror-Dateigesetz keine Definition, was Terror ist. Was wir natürlich einigermaßen bizarr finden. Das wäre im technischen Bereich etwa wie? Tja, weiß ich nicht, fällt mir irgendwie so nichts ein, weil Technik ohne Definition geht ja nicht. Ne? Also in der Juristerei geht das halt. Linux ohne Kernel? Also in der Juristerei geht das natürlich schon. Ne? Da kann man halt irgendwie sozusagen versuchen, sich auf so. Ist auch immer geil, wenn die dann anfangen zu argumentieren. Und dann nehmen die halt immer irgendwelche Wörterbücher und ziehen die Definitionen daraus heran, wenn sie halt keine juristische Definition haben. Und in diesem Fall kommt dann auch gerne mal so eine amerikanische Definition. Ne? Weil die kennen sich da am besten aus. Und so. Und die sagt halt im Wesentlichen, ja, irgendwie alles mögliche Böse oder Terror.
Also man kann die ganze Liste lesen. End-Terrorism ist die wunderbarste Definition ever. Ja. Bezieht sich quasi auf sich selbst, aber wenn man es sich mal durchliest, so Interference with the Flight Crew, da kommt man doch sehr schnell in den Terrorbereich. Ja. Also das heißt, es gibt nicht wirklich eine Definition. In Deutschland zieht man sich in der Regel, bezieht man sich auf den 129a, also Bildung terroristischer Vereinigung, aber da kamen natürlich eine Menge Fragen auf, also die jetzt jenseits von unserem technischen Fokus waren, aber die natürlich dort besprochen wurden und auch Teil der Beschwerdeschrift sind, nämlich ja, ist denn Extremismus inbegriffen und wie ist Extremismus definiert und wie ist der Gewaltbegriff eigentlich definiert? Auch da können sich Juristen sehr lange drüber unterhalten, denn man muss gewaltbefürwortend sein. Und da kam zum Beispiel die Frage auf, ob eine Sitzblockade bereits eine Gewaltbefürwortung ist und man dadurch sozusagen in den terrorverdächtigen Bereich rutschen würde, wenn man also zum Beispiel an einer Organisation dieser Sitzdemo beteiligt ist. Also das waren interessante Fragen, die wir uns, glaube ich, so vorher nicht unbedingt gestellt haben, die aber eigentlich naheliegend sind, wenn man definieren will, wer in dieser Datei, die ja doch mit einem eben großen Stigma verbunden ist, wie man da hineingelangt. Hinaus kommt man ja sowieso nicht, das haben wir ja schon gelernt. Interessant daran war halt, dass die Behördenvertreter haben intensiv versucht, den Eindruck zu erwecken, dass sie den Spielraum des Gesetzes nicht ausnutzen. Oh ja. Also ja. Dass sie halt den nicht alle speichern, die sie speichern könnten, sondern halt irgendwie nur die sie dann halt wirklich für böse halten oder so ähnlich. Und also unter anderem zum Beispiel bei den Kontaktpersonen gibt es halt diese so ein Ding. Und zwar gibt es halt Kontaktpersonen, die unterteilen sich in zwei verschiedene Kategorien, und zwar die sogenannten dolosen und die sogenannten undolosen Kontaktpersonen. Ja, das Wort kannten wir auch nicht. Hatten wir vorher auch nicht, mussten wir erstmal nachgucken, uns von Juristen erklären lassen. Kriminologen-Fachsprache. Ja. Und zwar dolos sind Kontaktpersonen, die davon wissen, dass ihre Kontaktperson böse ist, und undolose sind Kontaktpersonen, die nicht davon wissen, dass ihre verdächtige Kontaktperson böse ist. Und die können halt beide erfasst werden. Also ob man nur eine Ahnung hat oder nicht. Genau. Und da haben sie dann gesagt, ja, das mit den undolosen Kontaktpersonen, also die davon nicht davon wissen, das machen wir nicht so häufig, die sind nicht so viele, so 68 oder sowas war die Zahl, war jedenfalls ganz klein, und dann waren es irgendwie plötzlich noch 13. Also die Zahlen fliegen da so ein bisschen durch. Wobei die keiner überprüfen kann. Also. Genau. Und aber ansonsten haben die halt immer intensiv versucht, den Eindruck zu erwecken, dass, also sie benutzen ja den Spielraum des Gesetzes nicht. Und da wurde es dann auch schon wieder interessant, was irgendwie den Ausblick auf das Urteil angeht, weil die Richter dann teilweise anfingen, explizit zu fragen, zu sagen, okay, na gut, also wenn sie diese undolosen Kontaktpersonen sowieso nicht brauchen, dann können wir die ja streichen, oder? So, das war uns so auch noch nicht. Also das war auch ungewöhnlich für diese Art der Verhandlung, weil normalerweise läuft das so weit ein bisschen indirekter, nicht so direkt ab. Also dieses Gefalsche, so was brauchen Sie denn jetzt eigentlich wirklich? Also welchen Umfang von Befugnissen und Speichermöglichkeiten braucht man denn, um diese Aufgabe wirklich zu erfüllen? Also jetzt muss ich aber auch mal sagen, wir sind natürlich da auch nicht hingefahren, um irgendwie da so eine Maximalforderung der Sicherheitsbehörden da irgendwie zu unterstützen. Und natürlich war unser Ziel, dieses Gesetz wie andere zuvor, 14 sind es glaube ich jetzt in Folge, als verfassungswidrig erklärt zu sehen, weil das Trennungsgebot aus den Gründen, die wir vorhin schon nannten, aus meiner Sicht konstituiert ist für diesen Rechtsstaat. Und natürlich wollen wir denen da nicht irgendwie so ein Maximalset hinbauen, sondern hoffen, dass das verfassungswidrig wird. Klar. Ich glaube auch tatsächlich, dass es so eine Schwelle ist, so ähnlich wie bei der Vorratsdatenspeicherung ist in Bezug auf diese anlasslose, wir häufen mal alles auf, so können wir mal brauchen, ist es hier auch eine gewisse Schwelle, die überschritten wird. Nämlich zu sagen, hier können alle auf alle zugreifen und sogar noch im Gesetz zu sagen, also ihr seid gezwungen, eure Daten danach zu flöhen, ob sie in diese Antiterror-Datei rein sollen. Wir sollten vielleicht auch mal, ich meine, er ist unser Innenminister, mal erwähnen, wie er argumentiert hat. Ja, möchte jemand raten? Er hat natürlich am Anfang gesprochen und gesagt, vertraut uns doch. Man war sehr erfreut. Kommen wir mal ein bisschen zur Technik, oder? Einen habe ich noch zu diesem vertraut uns doch. Ja. Und zwar war natürlich klar, dass mit diesem vertraut uns doch Argument ist so ein bisschen schwierig wurde nach der NSU. Ja. Es war so. Ja. Und deswegen haben sie dann
tatsächlich wirklich versucht, diese NSU-Geschichte zu benutzen und also rhetorisch umzudrehen und zu sagen, ja, hätten denn, also wenn wir sowas wie so eine Rechtsextremismus-Datei schon gehabt hätten, dann wäre das mit der NSU nie so weit gekommen. Alles klar, oder? Ja, also so, wir erinnern uns noch mal kurz an diese Sache mit der verdeckten Speicherung, ne? Also dass halt die Geheimdienste können Sachen speichern, damit sie, wenn die Polizeibehörden anfragen, ob einer von ihren V-Männern gerade in den Fokus einer Ermittlungsmaßnahme geraten ist, auch gleich schon Bescheid wissen. Irgendwie erinnert uns das doch irgendwie an diese NSU-Geschichte. Und das kam auch bei den Richtern, glaube ich, nicht so richtig gut rüber, so dieses Argument. Aber der, also klar war jedenfalls so, dieses Vertrauen uns doch klang schon so ein wenig hohl. Ja, also was die Technik angeht, haben wir uns versucht, noch ein bisschen kundig zu machen. Was passiert denn da tatsächlich? Also was ist denn eigentlich die Art und Weise, wie diese Systeme verwendet werden? Und haben ein bisschen recherchiert und haben was Interessantes gefunden. Und zwar die Regierungsseite stellt es ja immer so dar, ja, also da gibt dann halt so ein Beamter in diese Maske, die wir da gesehen haben, eine Suchanfrage ein nach einem Namen oder einem Ort oder einem Sachverhalt. Und dann bekommt er ein Aktenzeichen und dann ruft er da mal an. Und dann kriegt er vielleicht die Akte oder einen Auszug aus der Akte oder eine telefonische Auskunft. Und dann ermittelt man damit weiter. Aber irgendwie klingt es nicht so richtig nach 21. Jahrhundert, oder? Und tatsächlich ist es auch nicht so. Was wir gefunden haben, ist, dass die Software, die meisten deutschen Polizei- und Geheimdienstbehörden verwenden, um ihre Fälle elektronisch zu verwalten, wird von einer deutschen Firma namens Rola hergestellt. Die hat so ein System namens RS-Case, von dem werden so die diversen Polizei- und Geheimdienstsoftware Systeme abgeleitet. Das ist halt so ein modulares Baukastensystem, was man zusammensteckt. Und es hat Schnittstellen. Und eine dieser Schnittstellen ist für die Anti-Terror-Datei und jetzt neuerdings auch für die Rechtsextremismus-Datei. Das heißt, diese Systeme, wie man sieht so unten schon an den Screenshots, sind halt integrierte Fahndungssysteme. Das heißt, da kippt man alle Daten rein, die man hat, also aus Überwachungsmaßnahmen, aus Erkenntnissen von Observationen, aus GPS-Tracker-Überwachungen, aus sonstigen Ermittlungserkenntnissen und eben Informationen aus anderen Verbunddateien. Und man kann damit auch Anfragen generieren. Das heißt also, man kann halt sagen, okay, wir haben jetzt hier diesen Baum von Verdächtigen und wir wollen von diesen fünf, wollen wir mal wissen, in welchen anderen Verbunddateien sind die denn noch gespeichert, generieren automatisch die Anfragen, bekommen automatisch die Antworten da rein und können damit halt dann direkt arbeiten und Profile erstellen, Kommunikationssysteme, also Kommunikationsbäume aufbauen und so weiter. Das heißt also, mit Hilfe dieser Software, die an einem Arbeitsplatz quasi den Zugriff auf diese ganzen Verbunddateien automatisiert und unter einer Benutzeroberfläche integriert, ist diese ganze Trennungsargumentation von wegen, es sind ja alles getrennte Dateien, die bei getrennten Behörden gehalten werden und die halt irgendwie hübsch voneinander wegsortiert sind und nur im Einzelfall per Telefonanruf mal aufgetrennt werden, die wird per Software ausgehebelt, indem einfach alles, was da manuell getan werden müsste, automatisiert wird. Und das war dann so ein interessanter Punkt, den hatte da bisher noch niemand gemacht und der war ihnen auch sichtlich unangenehm. Also es war tatsächlich so, dass die Behördenvertreter da nicht so richtig ins Detail gehen wollten und auch nicht so richtig Auskunft geben wollten, wie es denn wirklich da verwendet wird und was also die Auskunftsmöglichkeiten sind, die sie da dadurch haben. Mehr noch, auch der Vertreter, also deren Möllers hieß der, der hatte tatsächlich in einem seiner Statements so dargestellt, dass man die Informationen, die man über die Antiterror-Datei erlangen könnte, vom Bildschirm abschreiben müsse. Diese Fehlinformationen, die haben wir natürlich da auch korrigiert. Das heißt, die haben das also maximal harmlos darstellen wollen, als wenn also die guten Beamten in ihren Beamtenstuben sitzen und vom Bildschirm abschreiben. Denke, mit dieser Fehlwahrnehmung konnten wir durchaus aufräumen. Das RS-Case ist natürlich optimiert auf enorme Datenmengen. Damit werben die auch. Da kippt man etwa auch das Zeugs rein aus der Funkzellenauswertung. Also wenn so eine Funkzellenauswertung stattfindet und da also ein paar hunderttausend Datensätze reinrollen, welche Telefone sich zu dieser Zeit aufgehalten haben in den spezifischen Funkzellen, die wertet natürlich auch niemand mit Excel aus. Also am Anfang haben sie es mal versucht, aber das ist... Also wir haben letztlich versucht, auch damit aufzuräumen, wie technisch das tatsächlich benutzt wird. Weil das war in der Darstellung, in den Schriftsätzen einfach extrem verharmlosend und übrigens auch in einer ganz merkwürdigen Sprache, die man ja sonst nicht so liest. So, naja.
Wir wollen nochmal zusammenfassen, wie unsere Argumentation letztlich war und wo wir auch die Knackpunkte gesehen haben. Wir sollten dabei mal erwähnen, wir hatten ja gesagt, die Regierungsseite war diesmal mal voll und nicht gähnende Leere, aber auf der anderen Seite war natürlich auch eine Menge Vertreter da. Also es war natürlich nicht nur der CCC, sondern in erster Linie auch der Beschwerdeführer und der Anwalt von ihm, der allerdings aus meiner Sicht nur eine sehr marginale Rolle spielte, denn der hat tatsächlich nur eingangs ein Statement gehalten, was aber ziemlich großartig war. Mhm. Das sehen wir gleich weiter zu. Und am Ende nochmal, es war also gar nicht so, dass er sich zwischendurch mal einmischte, was wir durchaus gesehen haben. Wenn etwa Burkhard Hirsch oder Gerhard Baum da waren, haben die sich auch mal zu Wort gemeldet und zwischendurch und ordentlich plädiert. Das hat er gar nicht gemacht, aber er hat am Anfang natürlich den vollen Reißer gelandet, indem er in seinem Statement den Vertreter der Bundesregierung selbst zitierte, denn der hat früher gegen die Antiterrordatei schriftlich argumentiert und der hatte Zitat erstmal an den Anfang gerückt, denn der Möllers, also der Vertreter der Regierung... Wolf. Was? War nicht Möllers, war Wolf. Wolf, Entschuldigung, wie komme ich auf Möllers? Nein, Entschuldigung, der heißt nicht, ich nehme alle zurück, der hieß Wolf, Heinrich Wolf, Entschuldigung, wie komme ich denn darauf? Ist egal, danke. Der hatte halt selbst dagegen argumentiert und das hatte er an den Anfang gestellt, war natürlich kein schlechter Punkt, denn der Wolf hatte ganz gute Argumente gegen die Antiterrordatei, die er da vorgebracht hatte. Mhm. Ja. War ihm auch ein bisschen unangenehm. Außerdem waren natürlich der Bundesdatenschutzbeauftragte da, der auch ein gutes Statement gehalten hat, auch einer der Landesdatenschutzbeauftragten. Genau, also die Datenschutzbeauftragten haben da tatsächlich mal eine relativ gute Figur gemacht. Naja, nicht alle. Nicht alle, aber doch durchaus pointiert argumentiert. Ja. Also insbesondere Alexander Dix, der aus hier, Berlin, nicht genau. Hier, dort in Berlin, ja. Der Landesdatenschutzbeauftragte ist, die vor allen Dingen aber auch betont haben, wie es mit ihren Kontrollmöglichkeiten aussieht. Die sind nämlich relativ begrenzt. Genau, also wenn so ein Datenschutzbeauftragter da kontrollieren will, dann stellt sich dann BKA als datenhaltende Stelle auf den Standpunkt, naja, das sind ja nicht unsere Daten, ne? Also weil es ja eine Verbunddatei, also gehören die Daten den einstellenden Behörden. Und es können halt Landesbehörden sein. Und auf diese Landesbehörden hat... Die darf der Schaar natürlich nicht prüfen. Nach Ansicht des BKA. So, und dann haben sie wohl offenbar mal versucht, halt dann einfach mal so einen Sammeltermin zu machen. Also einfach mal alle Landesdatenschutzbeauftragte und den Bundesdatenschutzbeauftragten auf einmal dahin zu kriegen, um zu sagen, so, jetzt sind wir alle hier, jetzt dürfen wir mal. Ne? Aber das wurde dann wohl irgendwie sabotiert von einigen Bundesländern und hat so nicht stattgefunden. Aber jedenfalls klar ist halt, die haben da halt keinen Einblick. Oder wenn, dann nur extrem begrenzten Einblick, jeweils bei den Behörden, für die sie halt zuständig sind. Und die haben aber durchaus, also die Datenschutzbeauftragten, zumindest der, also auch der Dix, der hat dann so einen schönen Punkt gebracht. Der Zierke hatte wieder so einen Einzelfall, ne? Also so ein irgendwie ganz schlimm, also Terror. Sauerland war da immer, oder? Terror, ganz böse. Terror. Genau, wo sie jedenfalls eine undolose Kontaktperson speichern mussten. Ne? Und hat er so als ein beliebig ausgewähltes Beispiel präsentiert. Ne? Also ich habe jetzt hier mal ein beliebig ausgewähltes Beispiel, warum wir diese undolosen Kontaktpersonen speichern müssen. Und dann meldete sich halt der Dix und sagte so, naja, er hat da mal nachgeguckt und geprüft so. Und ja, das wäre tatsächlich so in diesem Fall. Aber es wäre halt der einzige gewesen und kein beliebig ausgewähltes Beispiel. Also. Dann kamen natürlich auch interessante Detailfragen raus. Unter anderem die Tatsache, dass Schaar beim BKA hätte 7 Millionen Transaktionsdaten checken müssen, kontrollieren sollen. Und die Frage, wie diese 7 Millionen Transaktionen in der Datenbank zustande kommen, die blieb letztlich unklar. Natürlich ist klar, dass wenn man 18.000 Einträge hat und gibt ja auch Aktualisierung und so weiter, dass das schon eine große Menge sein kann, aber die 7 Millionen, ein bisschen drüber, die waren unklar. Und dann war natürlich als nächster Schritt die Forderung, dass Schaar das gerne digital prüfen wollte. Keine ausgedruckten Blätter, sondern dass er natürlich auch Technik benutzen will, um die Prüfung sinnvoll durchzuführen. Und der Vorschlag war, den ich da mal dreist unterbreitet habe, man könnte ja einfach bei Schaar auch eine SINA-Box hinstellen, sodass er das ordentlich online prüfen kann. Genau. Und dann, da hat der Wolf... Das ist die förmlich ausgetickt. Also, es war irgendwie, also das geht auf gar keinen Fall. Du stehst schon nach außen in unser Terrordatei. Das geht auf gar keinen Fall. Ja. Da waren sie echt, die Idee fanden sie so richtig doof. Also es war, kam auch nicht so gut an. Ne? Also es war also dieses, wir wollen da auf gar keinen Fall Prüfungen zulassen, so, das fanden sie nicht so gut, die Richter, glaube ich. Also wir wollen nochmal ganz kurz zusammenfassen, wie wir argumentiert haben. Da haben wir noch ein paar Punkte, die wir jetzt nicht erwähnt haben, die wir jetzt zwischendurch vergessen hatten.
Wir erwähnten bereits den Designfehler in der verdeckten Suche. Da hatten wir so ein bisschen Glück. Am Tag davor war das, oder? Dienstag war die Anhörung, Montag kam der Spiegel. Da kommt ja mal Samstag eigentlich. Ne? Mhm. Der Spiegel hatte zufälligerweise einen Bericht über ein BKA-Report, so eine Art Studie, wo sich das BKA schwer darüber und ein LKA zusammen noch beschwerte, dass im Rahmen von Hausdurchsuchungen, die sie bei Nazis gemacht hatten in Thüringen, die Verfassungsschutzämter immer Tipps an deren V-Leute gegeben haben. Das heißt, es war ein Bericht, der sich in diesem ganzen NSU-Komplex einsortierte, wo klar wurde, der Verfassungsschutz hat seine V-Männer gewarnt. Und das spielte uns natürlich bei dieser verdeckten Suche in die Hände. Denn dieser informationelle Vorteil, den die Geheimdienste haben, dadurch, dass sie sehen können, wenn ihre verdeckten Daten abgefragt werden und die Polizeibehörden das nicht sehen, würde ja genau solchen Szenarien Vorschub leisten. Wir konnten da also den aktuellen Spiegel, war ein ziemlicher Zufall, offenbar hatten einige Richter auch schon gelesen, war ganz gut, konnten wir natürlich gleich bringen. Und dann haben wir, was das Trennungsgebot in der Praxis betrifft, natürlich auch wirklich nochmal darauf verwiesen, wie man sich das an dem Rechner in der Behörde vorstellen kann. Einfach auch, um das zu widerlegen, was in dem Wolf Statement halt so oft, so dieses, naja. Bildschirm abschreiben. Ja, Bildschirm abschreiben. Also er hat später selber noch was dazu geschrieben, dass man es kopieren kann. Er widersprach sich dann auch noch selbst. Aber da wollten wir natürlich ein bisschen über die Praxis reden. Es ist ja auch so, es hat natürlich auch in gewisser Weise technische Gründe, warum diese ganzen Verbund-Zentraldateien verknüpft mit dem RS-Case auf einem Rechner liegen. Das liegt schlicht an einer gewissen Knappheit dieser SINA-Boxen, denn die sind teuer, weswegen natürlich nicht jeder Rechner sowas hat und man zentralisiert dann auf einem Rechner auch die Möglichkeit, auf diese Dateien zuzugreifen. Ist ja auch praktisch, ne, wenn man die Software gleich da dann hat. Da war so Gemurmel, oder? Auf den hinteren Bänken. Ja, das fanden sie doof. Also die auf den hinteren Bänken hinter mir, also ich saß am Publikum dann, und hinter mir saß halt diese ganzen LKA-Techniker und so, und das fanden sie nicht so gut, dass also dadurch klar wurde, dass also diese Trennung von diesen Dateien halt in der Praxis offensichtlich halt nicht so stattfindet, wie es halt immer gerne vorgeschlagen wird. Viele weitere von irgendwie rechtlichen Problemen, die werden wir jetzt nicht mehr ansprechen. Also unter den Sachverständigen war auch noch der Republikanische Anwalt- und Anwältinnenverein und die Internationale Liga für Menschenrechte, die natürlich auch nochmal spezifische juristische Probleme angesprochen haben. Die werden wir jetzt hier aber nicht referieren. Mhm. Ein Teil dieser Statements ist öffentlich, ein Teil nicht, aber wir haben ja, sozusagen die Essenz unserer Argumentation dann auch nochmal zusammengefasst. Also die kann man sich runterladen, die ist auf ccc.de. Aber ich will auf den letzten Punkt nochmal zu sprechen kommen, nämlich die Kontrolle- und Korrekturmöglichkeiten. Wir haben ja gesehen, wenn man eine Auskunft erlangen will, kriegt man halt im Prinzip nur die Liste. Ja, hier sind die 30, 40 Behörden, können sich hinwenden oder vielleicht noch ein paar mehr. Und dann kann man fragen. Und dann richtet sich das nach den Vorschriften, die bei diesen Behörden da stattfinden. Wissen wir schon. Aber die Kontrolle bezieht sich natürlich auch wirklich auf die wirksame Kontrolle der Behörden, die dafür zuständig sind, also im Land und im Bund. Und ich glaube, hier ist ein sehr starker Angriffspunkt, der für das Urteil wichtig sein wird. Denn dass wir im Prinzip einen kontrollfreien Raum da auch noch haben, wenn Sie so eine kritische Datei anlegen, ist aus unserer Sicht natürlich auch nicht akzeptabel. Und wir haben noch einen Punkt gebracht, der uns als Hacker natürlich nahe lag, nämlich die Tatsache, dass man diese Daten zentralisiert zusammenholt, ist natürlich auch ein mundgerechtes Angriffsziel, sowohl für Innen- und für Außentäter. Also wir haben uns natürlich auch mit der Datensicherheit durchaus noch mal beschäftigt. Denn so eine Form von Zusammenlegung gab es ja vorher nicht. Und wenn man sich jetzt mal so befreundete ausländische Geheimdienste ansieht, die würden sich sicherlich die Finger danach lecken. Also nicht nur eine vollständige Kopie zu haben, sondern durchaus auch Daten darin zu manipulieren, zum Beispiel die eigenen Vorleute oder dergleichen. Oder zu wissen, was an Anfragen da durchläuft. Ja. Insofern, ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle nicht möglich. Wir hoffen natürlich, dass Sie dieses Gesetz einstampfen, und dafür sollten wir uns auch stark machen. Ja. Und wir bedanken uns.
Vielen Dank an Frank und Constanze für Ihren Vortrag. Wir haben jetzt noch 7 Minuten für Fragen. Bitte kommt an die Saalmikrofone, die wir hier aufgebaut haben. Wenn ihr hier vorne in den ersten 1, 2 Reihen seid, dann hebt den Arm, dann komme ich zu euch. Bitte sprecht deutlich und direkt in die Mikrofone, damit auch die Leute zu Hause an den Streams euch verstehen können. Danke. Haben wir Fragen? Wer eine Frage hat, bitte kurz den Arm heben. Nein? Wir haben eine Frage da vorne. Ich sehe das also richtig, dass dadurch, dass die Informationshoheit jeweils bei den einzelnen Einstellparteien liegt, es überhaupt keine Chance gibt, jemals einen Eintrag da wieder rauszubekommen, wenn man nicht herausfindet, wer die einstellende Partei war. Korrekt. Ja. Uns ist einfach kein realistisches Szenario eingefallen, wie man das praktisch hinkriegen sollte. Natürlich kann man Glück haben. Mal angenommen, die einstellende Behörde ist das LKA und man schreibt die alle an und das LKA antwortet, wir waren's, dann könnte man, weil es eine Polizeibehörde ist, vielleicht noch Glück haben. Wenn es ein Geheimdienst ist, wird man wahrscheinlich auf Granit beißen. Aber es gibt auch keine Möglichkeit damit, dass man sich, dass irgendeine Kontrollinstanz gedacht ist, die bei denen dieses Recht wieder zusammenfließt. Nee, also dass wir erwarten wir, dass es, denke ich mal, dürfte eines der Resultate des Urteils sein, dass halt so eine Kontrollinstanz geschaffen wird oder beziehungsweise eine Kontrollmöglichkeit geschaffen wird, weil sonst, also dieser Teil ist definitiv verfassungswidrig, dass es halt also keine, also quasi keine Korrekturmöglichkeit gibt, die effektiv durchgeführt werden kann. Also zumal halt ja eben die Auskunftsmöglichkeiten bei den einzelnen Behörden richten sich ja nach den jeweiligen Landesrechten. Also wenn du jetzt, was weiß ich, zum Beispiel nach Berliner Informationsfreiheitsgesetz oder ähnlichen Dingen oder Auskunftsgesetz, und die sind auch sehr unterschiedlich, also sagen wir so, zwischen Bayern und Berlin gibt es da doch größere Unterschiede. Und die auch die Verweigerungsmöglichkeiten einer Auskunft sind halt eben dementsprechend. Ne? Und trotzdem haben dann eben alle Behörden bundesweit Zugriff darauf. Und ich denke mal, da wird sich vermutlich was bewegen im Urteil. Ja, das Problem ist halt die. Also das ist halt in Deutschland getrennt nach Land und Bund. Und das ist ein unlösbares Problem. Wir haben noch ein Ding vergessen, was wir eigentlich genau erwähnen müssen. In Deutschland gibt es, hat mir ein Jurist erklärt, fand ich sehr interessant, man muss übrigens, wenn man Grundrechte einschränkt, muss man es reinschreiben ins Gesetz. Und zwar muss man sie explizieren, muss sagen, also dieses Grundrecht schränke ich ein, haben sie vergessen beim Antiterror-Dateigesetz. Fand ich auch sehr... Pfeffer? Oh, Pfeffer! Ja, also ich finde, auch dieser Paragraph hat mich auch inspiriert, und ich stelle mir eher vor, dass man dann so analog zur Geldwäsche eine Datenwäsche macht, dass man die halt nicht selber reinstellt, sondern irgendwie durch den BND tunnelt oder halt die Behörde raussucht, die da am wenigsten, wo ich am wenigsten Handhabe habe als Opfer. Ja. Also ich meine, seht ihr das auch, yeah, oder? Schön, dass du schon an der Optimierung arbeitest. Immer diese Hacker. Wir haben hier noch eine Anfrage von Signal, sehe ich das richtig? Yep. Von unseren Signal Angels. Also die wesentliche Frage war, wo denn? Wer entscheidet, wer Dolo und wer nicht Dolo ist? Und die andere Frage ist ja eher so mit einem Augenzwinker gestellt, ob nicht sich langsam Ermüdungserscheinungen einstellen, wenn immer mit einem rein zufällig gewählten Beispiel argumentiert wird. Also diese Dolos-Undolos-Entscheidung trifft die einstellende Behörde? Also nein, das ist so ein großes Orakel im BKA. Nein, das ist die einstellende Behörde. Oh. Und die Ermüdungsentscheidung, naja, wir machen halt schon immer Witze gerade über den Zirkel, ne? Also das ist halt so, weil, also zumindest so bei einigen Sachen können wir halt schon immer mitsprechen, so was er dann gleich sagen wird. Und die einzige Überraschung ist dann manchmal noch, dass er ein neues Beispiel hat, was dann noch nicht irgendwie... Aber sehr selten. Ja, also insofern, also... Das war, muss man sagen, dieses Mal, also bei der Antiterror-Datei, normalerweise ist ja irgendwie Karlsruhe Bundesverfassungsgericht durchaus eher intellektuell unterhaltsam, also gerade wenn die Gegenseite mal irgendwie einen guten Prozessvertreter hat. Das haben wir auch noch nie erwähnt, weil diesmal so anders war, was genau. Wir eigentlich versprochen haben. Also normalerweise, wenn die Gegenseite einen guten Prozessvertreter hat, zum Beispiel den Möllers, den du eigentlich erwähnt hattest, dann macht es halt Spaß, also dann macht es halt auch intellektuell Spaß, weil man sozusagen versucht irgendwie in diesem juristischen Tennis halt irgendwie, also ist halt wie ein gutes Sportmatch angucken. So, ne? Und ist auch oft technisch sehr präzise.
präzise. Ja, und das war dieses Mal überhaupt nicht so. Also zum einen, weil dieser Wolf halt irgendwie, ist halt so ein Hampelmännchen, also der ist halt nicht in der Lage, da irgendwie auf seinem Stuhl sitzen zu bleiben und versucht halt dauernd diese Verhandlungen da zu dominieren. Er hat sie letztlich geführt, das habe ich noch nie erlebt. Ja. Da ist also der Anwalt der Bundesregierung hat die Verhandlung geführt. Der sprang auch zwischendurch hoch, der hat auch schon mal Leute beiseite geschoben von dieser Art Zeugenstand und gesagt, aber er müsse jetzt mal was sagen. Ja. Außerdem hat er bestimmt, wer in welcher Reihenfolge redet, haben wir auch noch nie erlebt. Also von der Regierungsseite halt, ne? Und hat auf die Art und Weise halt auch geschafft, dass halt bestimmte Aspekte überhaupt nicht zur Sprache kommen. Genau, weil Zeit, damit hat er auch also filibustert eigentlich in vielerlei Hinsicht. Die Zeit halt dann irgendwann knapp wurde. Und das war halt ziemlich bedauerlich. Insofern an der Stelle stellten sich tatsächlich schon mal so ein bisschen Ermüdungserscheinungen ein, weil sonst war Karlsruhe doch irgendwie meistens eher unterhaltsam. Aber diesmal war halt eher ein bisschen anstrengend. Ja, wir waren so ein bisschen frustriert, als wir rausgingen. Ja. Ja. Okay, haben wir noch Zeit für eine? Wir haben hier noch eine kurze Frage aus dem Publikum und dann haben wir vielleicht noch Zeit für eine weitere kurze Frage. Ja, meine Frage ist, wer kann da Informationen reinstellen und wie werden die validiert? Also ich meine, könnte jetzt jeder, der Zugriff auf das System hat, irgendeine Information reinstellen und die wird ja nicht geprüft. Und werden die Änderungen, also das wäre eine weitere Frage, werden die Änderungen an der Datei irgendwo getrackt? Also kann man sehen, wer was geändert hat und wer welchen Eintrag gemacht hat? Also Sie haben versprochen, dass es eine vollständige Protokollierung gibt, daher auch diese 7 Millionen Transaktionen. Einstellen können halt eben alle Behörden, die daran... Aber es ist nicht können, es ist müssen. Genau. Die Behörden können das nicht aussuchen, sie müssen. Müssen, genau. Das heißt also, die Behörden müssen aus eigener Verantwortung entscheiden, dass es sich um eine einstellenspflichtige Information handelt und die dann halt da einstellen. Und wir haben ja die Definition von Terror gesehen. Genau. Okay. Haben wir noch oder war? Ja, eine Frage noch zu dieser verdeckten Speicherung. Und zwar habe ich das richtig verstanden, dass dann da ein Server beim BKA steht, wo die Geheimdienste die Daten drauf tun. Was hindert das BKA dann daran, trotzdem zu sehen, was die Geheimdienste da reintun, was die Polizei eigentlich nicht sehen soll? Die haben doch die Platten dann. Die Dienstvorschrift. Okay. So, die Zeit ist rum. Nochmal Dankeschön. Vielen Dank an Constanze und Frank. Eine Runde Applaus.